Was geht ab? Was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario RPG auf dem Nintendo Fan Forever Kanal 67. Ach, das ist auch wieder ein Fight-Raum, okay. Ach du, okay, du kannst nicht zurückgehen. Interessant, also wir müssen jetzt wieder fighten. Ist also Fighting angesagt. Nur gegen diese Lutscher. Boah, die Fight-Räume, die ziehen sich halt übertrieben. Als drei Räume sind. Das zieht sich wirklich so dermaßen in die Länge. Ich finde das wirklich übertrieben. So, dieser Goomba war nicht verwirrt. Der haut einfach ab, der hat keinen Bock mehr. Aber es zählt zum Glück, okay. Weil dafür kann ich ja nichts. Ja, ja. Wir gehen ja auf jeden Fall auf diesen fetten Cooper. Das ist nämlich ein fetter Fettsack. Der wird erstmal gefüttert. Mit Blei. Ja, das magst du, hä, Fettsack. What? Der wurde angegriffen. Ah, der eine war. Der linke ist, glaube ich, verwirrt. Der linke Koopa ist verwirrt. Den greifen wir nicht an. Den greifen wir tatsächlich nicht an. Dann gehe ich auf den rechten hier. Zack, zack, zack. Ich krieg das mal drei Kanonen in die. Beziehungsweise drei Kugeln in den Kopf. Ja, aber generell, die Koopas sind voll schwach. What? Okay, ich war verwirrt. Sorry. Ich glaube, das reicht trotzdem, oder? Ja. Die ziehen sich jetzt so übertrieben in die Länge, ne? Die Kampfräume. Ich hoffe, wir kriegen nicht den Puzzle Room als nächstes. Weil das wird etwas sein, wo ich am längsten drin sitzen werde. So, ich bin mir jetzt nicht sicher bei den Geistern, ob man... ob man die mit normalen Attacken angreifen kann quasi. Oder ob man da auch Magieattacken benutzen muss. What? Okay, es geht so. Okay, easy. Also sind das easy Viecher. Oder haben die vielleicht irgendeine Spezialität und die haben wir jetzt einfach geskippt. Wir gehen auf... Power ist ziemlich stark bei uns, also gehen wir auf Spezial. Weil ich brauche die Spezialverteidigung, denke ich mal, irgendwann. Ja, dieses Sling... Geist da, diesen Slingschei. Die sind nicht stark. Ich glaube, Geno ist echt zu schwach. Kann das sein? Der braucht auf jeden Fall Power. Ja, das ist scheiße. What? Wir haben. Okay, ich benutze. Ich kann kein Item benutzen mit denen. Ja, mach Abwehr. Ich hätte sau gerne eigentlich. Mit Geno einfach ein Item benutzt. Einfach um unsere Blumenpunkte halt aufzufüllen. Weil die sind scheinbar schon wieder leer, ey. Und ich fülle die, glaube ich, jetzt hier auf. Füll mal die mal auf. Warum habe ich denn immer noch diesen Honigsirup?
benutze ich den? Also ich habe den doch weggeschmissen, oder nicht? Oder habe ich auch so gesehen einen Ahornsirup dafür weggeschmissen irgendwo mal? Das wäre mies, Alter. Chewy. Okay, die sind schwach. Also die Chewies sind One-Hits. Was ist mit den Shire Ways? Okay, die Shire Ways sind aber keine One-Hits. Die sind Two-Hits. Ja, die sind beide voll schwach. Okay, aber zum gekaut ab. Da habe ich aber echt blöd geguckt, ey, dass ich nicht getroffen habe. Achso, ich habe einen Honigsirup wahrscheinlich bekommen. Also das könnte sein. Und ich überlege immer noch, ob ich jetzt vielleicht doch lieber Bowser nehmen soll als Geno ins Team. Weil wir haben eigentlich eine geile Waffe für Bowser bekommen. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Geno-Waffe bekommen, deswegen spiele ich immer noch mit Geno. Ich finde tatsächlich Geno sogar viel cooler. Aber nach diesem Raum, wenn wir den geschafft haben, müsste man ja an sich jetzt auch hier quasi die Challenge geschafft haben von den Türen. Ja, Geno hat echt keine Power. Also da müssten wir eigentlich schon quasi weiterkommen, in Anführungszeichen. Aber ich würde halt trotzdem auch gerne die... What? What? Weil ich würde trotzdem dennoch gerne die anderen zwei Räume zeigen. Also dieser weiße Bastard, den müssen wir als erstes umbringen, glaube ich. Ja. Du Bastard, Alter. Oh mein Gott. Der hat also eine One-Hit-Attacke. Weil die Creeper kennen wir eigentlich. Ich bin noch nie in einem Meer begegnet. Weil dieser Name auch schon, Meer. Hört sich so richtig komisch an, keine Ahnung. Aber den Creepern sind wir halt, wie gesagt, schon mal begegnet. Und die haben nie eine Attacke mit Sense gehabt. Also mit Sense im Namen. Hundertprozentig nicht. Okay, das sind jetzt diese Feuerdinger, die sind auch nicht stark. Das sind keine One-Hits, oder was? Ich glaube mit Mario schon. Mit Mario sind die, glaube ich, One-Hits. Die sind so schwach, aber die haben so einen langen Angriff. Gut.
Ich habe auch jetzt nicht mitgezählt, wie viele Kämpfe das sind immer. Ich glaube, das sind pro Raum 4 Kämpfe oder so. Und am Ende war immer so gefühlt ein Boss halt. Also beim dritten Raum quasi. Der macht überhaupt keinen Schaden, Alter. Weg mit euch. Jetzt müsste noch ein normaler Fight kommen und dann kommt ein Bossfight. Beziehungsweise halt Mini-Boss. Das ist jetzt kein Bossfight, das ist ein Mini-Boss. Schamane weiß ich nicht, wie viel Leben die hatten, aber die konnte man one-hitten mit Mario. One-hitte diesen Schaman erstmal. So heftig, Alter. Blizzard. Egal, mit Peach, wenn Peach angreift, müsste er tot sein. Zack, Batz. Gut. Wie gesagt, die Kampfräume, die ziehen sich wirklich in die Länge, wirklich. Die sind wirklich sehr, sehr lang. Okay, das ist wieder ein Schamane. Aber ein stärker... Okay, es sind 6 Stück. Hä? Müsste nicht normalerweise hier ein Miniboss kommen? Oder ist das quasi eigentlich ein Miniboss? Fuck! Jetzt habe ich 2, die low sind. Das ist eigentlich scheiße, weil wir jetzt 5 Angriffe überleben müssen. Statt 4. Okay, erstmal auf diesen hier. Dann ist der schon mal tot. Dann one-hitten wir den hier. Zack. Okay, der ganz oben links ist auch noch low. Mit Peach werden wir den auf jeden Fall dann angreifen. Gut. Okay, nur noch dieser Typ hier. Oh, der uns vor diesem vierten Raum hier quasi hindert, durchzukommen. Sterngewehr. Das wird hundertprozentig eine Waffe für Geno sein. Wie viel hatten das ohne ihn? 179. Heftig, okay, es sind plus 12. Ist hier vielleicht noch ein Secret? Nee, ne? So, jetzt haben wir 4 Räume geschafft. Ach so, die anderen 2 Räume kannst du quasi nicht machen, oder was? Ist ja voll dumm. Kann man die irgendwie nachholen oder so? Weil ich will die eigentlich schon gerne euch zeigen. Die ist Miffys Burg. Kein Unbefugten erlaubt. Maggie Cooper. Ich habe jetzt nur gespeichert. Ist alles gut jetzt. Es ist ein ziemlich... Fight... LOL! Was ist denn das, Alter? Voll heftig. Stimmt, der hat ja eine neue Waffe, Alter. Es ist ein ziemlich... kampflastiger Part, muss ich ehrlich zugeben.
Also wir hatten bis jetzt nur Kämpfe in diesem Part. Ich habe zum Glück ein Safe-Set gemacht, also eigentlich kann ich euch die zwei Räume so oder so noch im Nachhinein einfach zeigen. Ich habe bei drei Türen habe ich ein Safe-Set gemacht, zum Glück. Weil ich mit sowas eigentlich gerechnet habe sogar, wenn ich ehrlich bin. Was ist denn das jetzt? Ein Yoshi oder was? What? What? Tja, zum Glück macht er gar keinen Damage, ey. Haben wir ein Glück, Alter. Das ein... Ach so, wir müssen jetzt dieses Viech töten. Boah, das macht schön Damage, Alter, mit seinen normalen Angriffen. Du Haufen von Scheiße. Ja, Gino braucht auf jeden Fall HP, Mann. Nicht schon wieder einer. Ah, da versteckt sich hinter wieder so ein Mistviech. Auch schon wieder so ein Bahamut, Alter. Wir müssen auf jeden Fall Mario heilen, ey. Der hat so richtig schön ausgeteilt, dieser Penner. Ich wünschte, ich wüsste, wie viel Leben dieser Typ hat. Aber der versteckt sich halt immer wieder hinter diesen Bahamuts. What? Okay, das ist eine Königsbombe. Großer Knall. Oh mein Gott. Puh, Alter, zum Glück hat jeder überlebt. Das ist wundervoll. Okay, wir haben ihn geschafft. Sehr gut. Puh. Muggy Cooper! Wo bin ich? Hallo Bowser, wie geht es dir? Ich habe es irgendwie gesund geschafft, aber ich wurde wohl einer Gehirnwäsche unterzogen oder sowas. Ich kann mich an nichts erinnern. Habe ich was falsch gemacht? Keine Sorge. Vergessen wir es. Schon wieder einen loyalen Cooper-Trupper wie dich zu treffen. Hey, da bin ich aber froh. Sieht aus, als hättest du starke neue Truppen. Meine Magie wird dir aber trotzdem helfen. Pass auf! Okalakopua! Diese magische Schatzkiste beinhaltet unendlich viele Münzen. Nimm ruhig. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Komm vorbei, wenn du deine HP und Blumen auffüllen willst. Boah, das ist heftig. Geil. Ich speichere erstmal hier. Ich hätte schon gerne euch die anderen zwei Räume gezeigt. Ich glaube aber, dass man irgendwie da trotz dennoch die zwei Räume irgendwie zeigen kann, ohne dass man Safe States oder so benutzen muss. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten lade ich einfach meinen Safe State und ich zeige sie euch. Wahrscheinlich dann am Schluss des Let's Plays oder so. Wo es dann eh nicht mehr eine Rolle spielt.
Ja, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für diesen Part. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt hier noch geht. Aber man sieht sich auf jeden Fall im nächsten Part, meine Damen und Herren. Ja. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.